Das Kuba Commerzbank Cup Turnier in Wolgersdorf, Sonntag, 29. Januar 2017. Und das immer wieder junge, frische Grill der beiden Freundinnen. Links Madeleine Canvas, die Canvas. Und rechts, jetzt ist die Rückschlägerin Natalie Scanlon. Und die kann auch was. Beide neuen Bettelsau, beide spielen viel Commerzbank Cup. Hauptsächlich um zu trainieren, gegen Jungs, gegen Männer zu trainieren. Und das hat es voll gebracht. Da spielt sie jetzt Minimum 2 Jahre. Und also auf irgendwelche Gags und Scherze des Herrn Steinbrecher fallen die zwei überhaupt nicht mehr. Das letzte Match des heutigen Abends. Da ein bisschen das Problem, aber das weiß ich selbst, das muss ich niemand sagen. Sie hat das etwas schlechtere Nervenkostüm. Sie steht öfter mal schon vor dem Gewinn eines Spieles und dann kommt sie noch ins Grübeln, ins Nachdenken. Ob man das irgendwie wegtrainieren kann, es ist eigentlich schade drum, denn sie hat diese Spiele dann verdient, ganz klar, ohne Frage. Sehr sympathische Mädchen, die zwei. Früher habe ich sie hauptsächlich gern gesehen, weil ich doch positive Glanzen gegen sie gespielt habe. Jetzt, ja, spiele ich keine positiven Bilanzen mehr, aber ich sehe sie trotzdem gerne. Und der Fleißigste unter allen, er räumt die Fische weg. Nicht vergessen, auf dem YouTube-Kanal Reinhard Steinbrecher. Wolkersdorf, 2017, 01, 29. Und dann vielleicht noch Spielernamen eingeben wie Barney Hess, Eduard Dengel, Madeleine Canvas, Natalie Scanlon, Christoph, aber den habe ich heute, glaube ich, gar nicht gefilmt, den Lechner. Aber den gibt es oft genug von mir auf YouTube, wenn ihr den sehen wollt. Geht ein. Und jetzt das Endergebnis live auf Stony TV. 12. Platz Bernd Mayer mit 0:6, Buchholz 16. 11. Platz Ende Nadalin mit 1:5, Buchholz 15. 10. Platz Krona Christian mit 2:4, Buchholz 14. 9. Platz Reinhard Steinbrecher mit 2:4, auch 2:4, Buchholz 18. 8. Platz Canvas Madeleine mit 3:3, Buchholz 15. 7. Platz Christoph Lechner mit 3:3, Buchholz 16. 6. Platz Gerald Weiß mit 3:3, Buchholz 19. 5. Platz Lohrmann Volker mit 3:3, Buchholz 14. 4. Platz Runge Michael mit 4:2, Buchholz 19. 3. Platz Dengel Eduard auch mit 4:2, gleiche Buchholz. Da entscheidet der TTR-Wert. 2. Platz Hess Bernhard mit 5:1, Buchholz 19. Und Sieger Matthias Ulrich mit 6:0, Buchholz 22. Hast du neue Vorsätze? Im letzten Jahr hattest du den Schwur, diesen Namen nicht zu nennen? Ja, nö. Okay, nicht für ewig, ne? Nein, den wollen wir schon nennen. Matthias Ulrich.
Bis zum Komm, nächsten Sportpunkt Versbach. Ist wohl der Rekordsieger in dieser Halle, oder? Gibt's ja, Matze hat noch nie verloren. Und tschüss.